Was bedeuten eigentlich die ganzen Label und Daten auf den Lieferungen von Amazon? Ja, die Profis unter euch können bestimmt einiges davon schon entschlüsseln, wie zum Beispiel die Tracking-Nummer, die erkennt wohl jeder, oder zum Beispiel den Standortcode des Versandzentrums. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass auf dem Amazon-Label auch das erwartete Ankunftsdatum zu sehen ist oder die Anzahl der bestellten Produkte? Ja, solche geheimen Insiderkenntnisse und einiges mehr erfahrt ihr in diesem Video. Ja, ich räume erstmal mit dem größten Mysterium auf. Zumindest mir ging es so. Ich habe mich immer gefragt, warum sind hier eigentlich unten auf dem Label immer so vier QR-Codes angegeben? Ist das nicht, was sollen diese vier QR-Codes? Ja, und die Auflösung ist, dass es sich um einen einzigen QR-Code handelt, der bloß in vier unterschiedliche Richtungen gedreht wurde. Das hat den Hintergrund, falls ein QR-Code mal beschädigt wird, nicht scannbar ist. Oder wenn ein QR-Code überklebt wird von einem anderen Sticker, dann gibt es immer noch drei Reserve-Barcodes, die trotzdem noch gescannt werden können. Ja, dann geht es hier weiter mit der Sendungsnummer. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. In meinem Beispiel beginnt die Sendungsnummer noch mit A. Das hier ist eine ältere Amazon-Sendung. Inzwischen beginnen alle Amazon-Sendungen, die Amazon selber ausliefert, in Deutschland mit DE und in Österreich beginnen sie mit AT. Amazon-Sendungsnummer könnt ihr verfolgen im Amazon-Kundenbereich, wenn ihr euch selber einloggt. Oder wenn ihr eine fremde Sendung verfolgen wollt, dann könnt ihr auch die Amazon-Sendungsnummer einfach bei parcello.org eingeben. Ja, dann geht es hier weiter mit dem großen QR-Code neben der Sendungsnummer. Diesen QR-Code muss einfach der Zusteller von Amazon scannen, wenn er eure Sendung ins Fahrzeug einlädt, beziehungsweise wenn er die Sendung zustellt. Und apropos Fahrzeugbeladung, dazu ist hier dieses gelbe Label ja, hilfreich. Da steht ganz klein drauf Driver Aid. Ich übersetze es mal frei mit Zustellerhilfe-Label. Da stehen Informationen drauf, die für die Fahrzeugbeladung hilfreich sind. Amazon arbeitet ja viel mit so großen Taschen, wo vor allem so kleinformatige Sendungen hineinkommen. Für jeden Zustellbezirk eine Tasche, vermute ich mal. Und die Taschen müssen dann in der entsprechenden Reihenfolge in den Lieferwagen eingeladen werden, so wie der Zusteller eben auch seine Tour fährt, damit er an die richtige Tasche zum richtigen Zeitpunkt herankommt. Das würde jetzt in diesem Video alles zu weit führen, das im Detail zu erklären. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht und das verlinke ich euch am Ende dieses Videos. Dort könnt ihr dann gerne, wenn es euch interessiert, noch weiter hineinschauen. Ja, jetzt kommen wir zum Standortcode der letzten Lieferstation. Das ist hier in meinem Fall DHH1. Das ist also der Standortcode, wo die Zusteller ihre Fahrzeuge beladen und sich dann auf den Weg machen zu euch als Kunden. Ihr könnt diesen Standortcode einfach mal bei Google eingeben, dann erscheint die Auflösung, welcher Standort sich genau dahinter verbirgt. DHH1 in meinem Fall ist ein Amazon-Verteilzentrum in einem Industriegebiet im Süden von Hamburg. Dort ist also mein Zusteller gestartet. Ja, dann geht es weiter hier zu dieser ominösen Angabe Cycle 1. Ich übersetze es mal mit Welle 1 oder Welle 2, Cycle 2. Das ist nämlich von DHL bekannt, dieses Verfahren, vor allem in der Vorweihnachtszeit, wenn es sehr viele Pakete zu bearbeiten gibt. Dann arbeitet DHL in zwei Schichten, also Welle 1, Welle 2. Beispiel: Die ersten Zusteller kommen um 7 Uhr zur Arbeit, beladen ihre Fahrzeuge bis 9 Uhr und fahren dann vom Hof. Und dann kommt die zweite Schicht, die zweiten Zusteller kommen zur Arbeit von 9 Uhr bis 11 Uhr beispielsweise, beladen sie ihre Fahrzeuge und fahren dann etwas später vom Hof. Und bei Amazon heißt das nicht erste Welle, zweite Welle, sondern Cycle 1, Cycle 2. Da seht ihr also, in welcher Schicht arbeitet euer Zusteller. Wobei ich habe bei Amazon jetzt immer nur Label gesehen mit Cycle 1, ich habe noch nie Cycle 2 gesehen. Wenn das bei euch anders ist, hinterlasst gerne mal einen Kommentar, würde mich interessieren. Ja, hier oben rechts auf dem Label seht ihr dann das erwartete Ankunftsdatum, also das Zustelldatum eurer Bestellung. Das finde ich ja eigentlich ganz bezeichnend für Amazon. Amazon denkt immer vom Kunden her. Andere Paketdienste würden hier vielleicht eher das Versanddatum des Pakets aufdrucken, aber Amazon druckt hier das erwartete Lieferdatum auf, eben das Datum, was euch zum Aufgabezeitpunkt eurer Bestellung versprochen wurde. Dieses Datum versucht Amazon einzuhalten. Dann geht es oben links auf dem Label weiter. Da steht in meinem Fall PRG2. Das ist das Retourenpaketzentrum. Sollte meine Sendung unzustellbar sein, wird sie dorthin zurückgeschickt. PRG2, auch diesen Standortcode kann man einfach bei Google eingeben. Dann erfährt man die Auflösung. Es handelt sich um ein Amazon-Sortierzentrum in Tschechien, in Dobrovice. Und diese Angabe PRG2 wiederholt sich auch unten links auf dem Label. Das ist nämlich der Standortcode, ja, des Amazon-Logistikzentrums, wo meine Ware verpackt und versandt wurde, also auch in Tschechien, in Dobrovice. Jetzt gibt es hier unter diesem Label, unter diesem Standortcode PRG2, finden sich noch weitere Buchstabenkürzel. Deren Bedeutung kann ich leider nicht komplett auflösen. Es soll sich dabei um interne Sortieranweisungen innerhalb von Amazon in Tschechien handeln.
Also in diesem Versandlogistikzentrum gibt es ja auch noch Sortierabläufe und dafür soll dieser Code hilfreich sein. Wenn euer Paket von besonders weit herkommt und mehrere Amazon-Standorte durchläuft, dann kann es auch passieren, dass hier noch weitere Standortcodes aufgelistet werden. In meinem Fall gab es nur eine einzige Versandstation. Für diese Angaben braucht ihr spitze Augen, denn die sind wirklich klein gedruckt. Hier steht eine interne Amazon-Tracking-Nummer und darunter, genauso klein gedruckt, steht zuerst eine Zahl, dann ein Schrägstrich und dahinter eine längere Nummer. Die Zahl vor dem Schrägstrich, in meinem Fall 2, steht für die Anzahl der unterschiedlichen Produkte, die ich bestellt habe. Also 2 unterschiedliche Produkte waren hier drin. Und die Zahl nach dem Schrägstrich steht für die Nummer der Etikettiermaschine, die sogenannte Slam-Maschine, die das Versandlabel auf euren Karton vollautomatisch aufgebracht hat. Wie funktioniert das mit dem Versand bei Amazon? Ich habe mal eine virtuelle Führung durch das Amazon Logistikzentrum in Winsen an der Luhe mitgemacht. Da hat ein Amazon-Manager erklärt, wie das funktioniert. Das war ganz interessant, deswegen gebe ich euch das Wissen gerne weiter. Und zwar ist dafür dieses Spool-Label relevant. Und das ist sozusagen eine anonyme Bestellnummer, die mit eurer Bestellung verknüpft ist. Amazon-Mitarbeiter, die eure Waren verpacken, sehen niemals eure Kundendaten, sondern die verpacken eure bestellten Produkte in so einen Karton oder in einen größeren Karton. Die Amazon-Mitarbeiter können auch frei entscheiden, ob sie Polstermaterial hinzutun oder nicht. Das wird nicht vom System vorgegeben, sondern liegt in der Entscheidung des Mitarbeiters. Und wenn alle Produkte verpackt sind, dann kommt dieses sogenannte Spool-Label aus dem Drucker und wird vom Versandmitarbeiter aufgeklebt. Der Versandmitarbeiter sieht also nur das anonyme Spool-Label und niemals eure Kundendaten dazu. Dann gelangt eure Sendung über ein Förderband zur Slam-Maschine, also wo das endgültige Versandlabel aufgebracht wird. Und das funktioniert so: Die Slam-Maschine liest das Spool-Label, dann werden eure Bestelldaten abgerufen und das Versandlabel mit eurer Adresse im Klartext gedruckt und vollautomatisch hier aufgespendet auf den Karton. Außerdem erfolgt eine Gewichtskontrolle, also euer Karton wird gewogen und mit dem in der Datenbank hinterlegten Einzelgewichten der Produkte verglichen. Also das Produktgewicht muss mit dem Kartongewicht weitestgehend übereinstimmen. Ist die Abweichung zu groß, wird euer Karton automatisch ausgeschleust und manuell nachkontrolliert, weil Amazon davon ausgeht, dass sich wahrscheinlich ein falsches Produkt hier im Karton drin befindet. Ja, wenn alles in Ordnung ist, dann geht euer Paket in den Versand. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen oder falls euch noch irgendetwas interessiert, was ich jetzt nicht erklärt habe, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und viele Infos in meinem Video stammen hier aus diesem Video eines kanadischen Amazon-Mitarbeiters. Gerne könnt ihr euch auch dieses Video anschauen. Und wie schon angekündigt, habe ich auch noch ein zweites Video auf meinem Kanal, wo ich die Prozesse bei Amazon Logistics etwas näher im Detail und noch aus Verkäuferperspektive beleuchte. Dieses Video findet ihr hier verlinkt, natürlich auf meinem Kanal namens Paket da.